Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Let's Play von mir. Und zwar möchte ich mit euch Enclave spielen, so wie es da ja auch schon steht. Und zwar ist Enclave ein, ja, für meine Verhältnisse, so im Vergleich zu den Spielen, die ich bis sonst so gespielt habe, jetzt mal mit Ausnahme von Ghost Trick, ein sehr neues Spiel, denn das ist schon von 2002. Ist zwar noch 12 Jahre alt, oder fast 12 Jahre alt auf jeden Fall. Im Juni ist es, glaube ich, rausgekommen, 2002. Aber für mich relativ neu. Ja. Was ist Enclave für ein Spiel? Das ist ein Hack'n'Slash in einem Fantasy-Universum. So ein bisschen, ja, mit was kann man das vergleichen? Crusaders of Might and Magic ohne die Rollenspielelemente, wobei ich gar nicht genau weiß, was für Rollenspielelemente da drin sind. Wobei Enclave ist auf jeden Fall ein besseres Spiel als Crusaders of Might and Magic. Also lasst euch davon nicht abschrecken. Es hat auch mit Might and Magic nichts zu tun. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, drücke ich einfach Enter und wir gehen mal ins Spiel rein. Ich werde das Spiel auf Mittel spielen, also ich habe es selbst schon mal auf schwer durchgespielt, aber vor allem in den späteren Leveln sind da sehr unfaire Stellen und sehr nervige Stellen, und wenn man in einem Level stirbt, dann muss man den gesamten Level nochmal machen. Es gibt keine Checkpoints innerhalb der Level. Und für so ein Let's Play ist das halt einfach nicht schön, wenn ich dann auf schwer da rumlaufe und gleichzeitig noch reden muss und sowieso nur halb auf das Spiel konzentriert bin. Und dann durch irgendwelche Dummheit sterbe. Das wäre ein bisschen dämlich. Deswegen nehmen wir Mittel. Leicht wäre zu leicht, ist klar. So. SuperFaex nehmen wir natürlich als Spielernamen. Ist schon vergeben, weil ich schon eine Testaufnahme gemacht habe. Deswegen überschreiben wir das einfach mal. Und wir können jetzt noch eine Kampagne wählen. Und zwar einmal die Kampagne des Lichts und einmal die Kampagne der Finsternis. Ja. Das finde ich eigentlich ganz nett, dass man das Spiel so auf beiden Seiten einmal erleben kann. Einmal so auf der hellen Seite und einmal auf der dunklen Seite. Finde ich eine sehr nette Sache. Allerdings, ihr hört es vielleicht, wir können die Kampagne der Finsternis noch nicht auswählen. Das können wir erst, wenn wir das Spiel einmal durchgespielt haben, auf der Seite des Lichts. Deswegen werden wir auch mit der Kampagne des Lichts anfangen. Ja, ansonsten, es gibt eine Story in dem Spiel. Die ist sogar relativ nett. Also ich finde sie schön und atmosphärisch. Natürlich spielt sie nur die zweite Geige, weil das ist ein Hack'n'Slash und da geht es eher um das Kämpfen und um das Gameplay. Deswegen ist die Story da immer irgendwie zweitrangig. So ist nun mal die Natur der Dinge. Aber ich finde sie trotzdem eigentlich relativ nett. Ja. Ja. Wie auch immer. Ihr werdet es ja dann sehen. Wenn ich jetzt hier auf Enter drücke, um das Spiel zu starten und die Kampagne des Lichts zu wählen, dann kommt eine kleine Intro-Sequenz. Und fragt mich nicht warum, ich weiß es nicht, diese Intro-Sequenz ist auf Englisch vertont. Ich habe Untertitel eingestellt, das heißt, ihr könnt dann die Übersetzung lesen, wenn ihr des Englischen nicht so mächtig seid. Aber warum es auf Englisch ist, weiß ich nicht genau. Ich habe die Steam-Version und das da auf Deutsch gestellt. Ihr seht auch hier, der Text ist auf Deutsch. Im Spiel selbst wird auch auf Deutsch geredet und spätere Cutscenes sind auch auf Deutsch. Warum jetzt die Intro-Sequenz auf Englisch ist, ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Ich habe das Spiel selber auf CD irgendwo, ich habe keine Ahnung wo, deswegen bediene ich mich auch der Steam-Version. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das in der CD-Version mit einem deutschen Intro war. Also auch Deutsch komplett vertont. Aber keine Ahnung, ich kann es jetzt leider nicht ändern, deswegen müsst ihr mit dem englischen Intro leben, aber der Rest des Spiels ist ja glücklicherweise auf Deutsch. So, habe ich noch irgendwas vergessen zu sagen, was ich erwähnen wollte? Ich glaube nicht. Na gut, ich würde sagen, dann drücke ich einfach mal Enter und wir schauen uns die Intro-Sequenz an und sehen uns, beziehungsweise hören uns dann gleich im Spiel wieder. Also, bis gleich. Scripted within an ancient tome, which lies beneath centuries of dust in the guarded library of Mekalon, is the story of how the rift was formed. Though most cannot recall a time when the rift did not divide the Enclave and the Outlands, they were at one time unified. At that time, there were lands where the very essence of magic was believed to dwell, for they were lush and prosperous. All who did not hold the secrets of the soil, which were protected by the Pact of Jifuro, coveted these lands fiercely. The great demon Vatar was among these envious creatures, for he believed that with the magic of these lands in his grasp, he would surely become invincible. And so, he led his army to attack the dwellers of the land and lay claim to it for himself. The battle raged on and on, until at last the mighty wizard Zael stood alone against Vatar to protect the lands. When all hope seemed lost and Vatar's victory imminent, Zael struck the final fatal blow. With a roar of anger and anguish, the wizard slammed his staff into the ground. The world trembled and then parted beneath Vatar's feet. A scream of outrage erupted from the demon's throat as he fell to his defeat. However, victory did not come without a price. The chasm that grew from this powerful blast of magic was too vast to be traversed, and the people were separated as much as the lands. Those who had come to aid their brothers in fighting against the demon's army returned to their home, called Mekalon, with stunned minds and heavy hearts. The Pact of Jifuro had been broken, and they had become separated from their brothers. The denizens of the Outlands, a dark and selfish people, became known as the Dreg'Attar, and the Enclave of Magic Land, which had been divided from the rest, formed a peaceful city called Celenheim. In time, all wounds are healed, for in the lengthy span since it was torn asunder, it seems that the magic inherent within the world has begun to knit the land back together. The rift grows smaller and can even be crossed in certain locations. Though it should be a time of celebration and rejoicing, such is not the case. For despite the passage of time, the greedy Dreg'Attar still lust after the lands of magic. Raid after raid has been sent into the Enclave, in hopes of weakening it, for the major attack the Dreg'Attar intend to wage as soon as they are able. Crops burned and possessions stolen, Celenheim has been thrown into a state of extreme unrest. Heavy taxes are levied upon the people to help pay for the city's defense. This has led to uprisings within the Enclave, and some of its inhabitants have landed in jail, along with the true enemy. And it is here that our story begins, a few rebellious grains of sand within the ever-turning hourglass of life. Tja, also ihr könnt schon sehen, das ist so eine typische Klischee-Geschichte mit dem Guten gegen das Böse. Und ich meine, gut, sowas erwartet man halt, wie gesagt, auch von dem Spiel. Aber ich finde, die Story entwickelt sich noch relativ schön. Das werdet ihr alles im Verlauf des Let's Plays noch sehen. Hoffe ich, wenn ihr noch zuschaut. Oder nicht jetzt schon abgeschaltet habt. Ich hoffe nicht. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Spiel an. Vor jeder Mission haben wir hier so eine kleine Übersicht, und zwar einmal ein bisschen Story auf der linken Seite und ein bisschen die Missionen auf der rechten Seite. Und ich würde sagen, ich lese das einfach mal vor. Wir befinden uns im Irlon Kerker. Du hast versucht, die Bewohner deines Dorfes vor Steuereintreibern zu beschützen. Für dieses rebellische Verbrechen gegen Celenheim wurdest du ins Gefängnis geworfen. Gerade erwachst du aus deiner Bewusstlosigkeit. Gefangen. Du musst einen Weg aus der Zelle herausfinden. Bringe eine Waffe in deinen Besitz. Besiege die Feinde. Flüchte aus dem Kerker. Ja, klingt alles eigentlich relativ einfach. Waffe finden, Gegner niedermetzeln und entkommen. Sollte eigentlich machbar sein. Schauen wir uns das mal an, ob das in der Praxis auch so gut funktioniert wie in der Theorie. So, so. Sie sperren also auch ihre eigenen Leute ein, wie ich sehe. Das Geräusch, das du hörst, ist der Klang deines Todes. Der gewaltige Donner meiner Landsleute. Der Klang der Dreg'Attar, die deine Leute abschlachten und die Wände dieser armseligen Festung einreißen werden. Sie kommen, um mich zu befreien. Und wenn sie dich nicht zuerst in die Finger bekommen, dann werde ich dich selber mit meinen Händen... Tja, daraus wird dann wohl nichts mehr. Tja, wir sind also jetzt hier in dieser Kerkerzelle, weil wir unser Dorf vor Steuereintreibern geschützt haben. Also sehr heroisch sind wir natürlich. Natürlich. Und ja, die Festung wird belagert. Das ist nicht so schön. Aber für uns hat das den positiven Nebeneffekt. Hier die Zelle neben uns wurde getroffen. Und das Gitter wurde ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Deswegen können wir hier sehr schön einfach rausgehen. Und irgendwie ist die Leiche verschwunden. Na, dafür ist hier noch eine andere Leiche von irgendeinem Typen, der uns bewachen sollte. Ja. Aber leider hat es ihn erwischt. Aber dadurch haben wir jetzt ein Schwert. Sehr gut. Ja, wir können damit ein bisschen rumschlagen. Bringt uns natürlich aktuell relativ wenig, weil hier einfach keine Gegner sind. Von daher müssen wir uns mal umschauen und gucken, ob wir irgendwas finden. Zum Beispiel diesen Ork hier. Hm. Haben sie dich mit einem Katapult hier rüber geschleudert und du bist da runtergefallen? Oder warst du schon länger hier? Also das Blut sieht irgendwie ein bisschen getrocknet aus. Und wie ist das da hingekommen? So ein bisschen, als würde man eine Orange oder eine Weintraube so in zwei Fingern zerdrücken und dann spritzt es überall hin. Ja, gehen wir erstmal woanders hin. Ja, genau. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, da hoch zu gehen. Oder wir gucken uns hier mal diese Tür an. Denn da oben sind bestimmt noch andere Wachen und Gegner. Deswegen gucken wir mal, was hier hinter ist. Vielleicht können wir ja hier ein bisschen entkommen. Weil irgendwie müssen wir hier lebend rauskommen. Schauen wir mal. Ja, Kanalisation schon im ersten Level, aber wir brauchen noch eine Fackel. Deswegen kommen wir da nicht weiter. Also wir könnten schon durchgehen, aber ich habe keine Ahnung, wo wir da lang müssen. Ich weiß nicht, wo der Gang da entlang führt. Deswegen suchen wir erstmal eine Fackel und schauen, dass wir nicht von den Felsen erschlagen werden. Die können einem nämlich viel Schaden machen. Ja. Na toll, der Weg ist versperrt. Sie greifen uns an! Tja. Irgendwie sind die alle nicht so standhaltig. Also nein, standhaltig ist das falsche Wort. Nicht so standhaft. Na komm, cool, ich kann ihn durch das Gitter erreichen. Die haben irgendwie nicht so viel drauf, meine Leute. Also ich meine, von so einem Goblin erledigen lassen, den wir hier als Gefangener mal ebenso durch ein Gitter erledigen konnten mit unserem Zahnstocher, ist schon traurig. Aber na gut, wir haben eine Fackel. Ah, ja. Seht ihr, was die für Schaden machen, wenn die auf uns drauffallen? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht genau, wo was runterkommt. Hilfe. So, da oben glitzert ein bisschen was. Und eigentlich heißt es zwar, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber in dem Fall ist es tatsächlich Gold. Und zwar ein Topf voller Goldmünzen. Und um an den ranzukommen, holen wir uns einmal das Tor runter, um uns dann wieder rauffahren zu lassen. Und nutzen einfach hier das als kleinen Aufzug, damit wir in die Nische reinkommen. Oder auch nicht. Na toll, fail. Ich frage mich zwar, wer Gold irgendwie in so einem Geheimraum hinter der Wand versteckt und wie er da überhaupt wieder drankommen will. Aber, na gut. Mich soll es nicht stören. Ich bin froh, wenn ich ein bisschen Finanzen habe, wenn ich hier rauskomme. Vielleicht können wir damit sogar die Schulden unseres Dorfes abbezahlen, die Steuern. Und können dann da wieder einziehen oder so. Naja, schauen wir mal. Erstmal müssen wir hier rauskommen. Für eine Kanalisation sieht das hier sogar relativ nett aus. Nee. Na, hier fällt auch schon alles ein. Wir sollten uns nicht zu lange hier drin aufhalten. Hallo, Ratte. Na, ist da hinten irgendwas Schönes in dem Loch? Ich komme leider nicht ran. Oh. Ich habe die ganze Zeit Schiss, dass mir irgendwas auf den Kopf fällt. Ja, da oben geht's weiter. Aber ich möchte mich erstmal hier in den anderen Gängen umgucken, denn vielleicht finden wir ja noch eine Kleinigkeit. Und da geht's raus. Da sieht man den Himmel. Bringt uns jetzt aber nicht so viel. Deswegen gehen wir hier nochmal weiter und schauen, was sich hier hinter der Biegung verbirgt. Mehr Gold. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier rum und klettern die Leiter hoch, damit wir das Gold an uns nehmen können. Da oben rechts seht ihr ja, wie viel Geld wir in dem Level finden können. Also jetzt haben wir 20 von 50. Das heißt, diese kleinen Geldbeutel oder Geldtöpfe sind jeweils 5 Gold wert. Und das bringt uns jetzt so innerhalb des Levels nicht so viel. Und das wird uns auch im zweiten Level noch nichts bringen. Das wird uns erst zu Beginn des dritten Levels was bringen. Also deswegen mache ich mir jetzt auch noch nicht die Mühe, das irgendwie erklären zu wollen. Oh, wir haben ein Schild gefunden. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, wofür das Gold gut ist. Auf jeden Fall ist es relativ wichtig, dass wir so viel Gold wie möglich sammeln. Na komm her, ich will dich auch erledigen, das Gitter. Ein Widerling ist das. Aha. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir so viel Geld wie möglich sammeln und ich möchte auch versuchen, wirklich sämtliches Gold aus allen Leveln mitzunehmen. Also ich weiß noch nicht genau, ob ich das schaffe. Ich habe es schon mal geschafft, aber ich weiß eventuell nicht mehr, wo ich das überall finde. Deswegen mal schauen. So, wir kümmern uns jetzt erstmal hier um diesen Widerling. Oh, das sind sogar zwei. Ach, komm her. So. Ja, das Schild haben wir gefunden, mit dem können wir blocken. Das mache ich aber im Nahkampf nicht so... Wow. Nicht so gerne. Hallo, der Stein ist doch nur gerollt und du nimmst Schaden davon. Weichei. Das mache ich im Nahkampf nicht so gerne, aber das ist relativ nützlich, wenn später irgendwelche Gegner mit Pfeil und Bogen kommen, da wir dann die Pfeile abblocken können. Das Gold nehmen wir mit uns. Da unten waren wir gerade eben. Ihr seht, da ist das Gitter. Das heißt, da waren die beiden Goldtöpfe, die wir eingesammelt haben. Deswegen wollen wir da nicht nochmal runter. Und hier geht es nicht weiter. Na super. Und im Innenhof da draußen. Da kümmere ich mich gleich drin. Hier ist nämlich auch ein Loch. Da sollten wir aber nicht runterfallen. Dann kommen wir wieder dahin, wo wir gerade eben nach oben geguckt haben und den Himmel gesehen haben. Und da jetzt runterzufallen, wird uns ein bisschen Schaden machen. Und da habe ich keine Lust drauf. Und vor allem müsste ich dann wieder zurücklaufen. Ja, die Tür ist abgeschlossen. Aber ihr habt ja gerade schon gesehen, hier ist die Wand so ein bisschen kaputt gegangen. Und wir schauen erstmal, bevor wir da reinspringen, was da drin abgeht. Ja, Goblins, die sich betrinken. Natürlich, wir sind da seid mitten bei der Invasion und wollt hier das Schloss zerstören. Beziehungsweise alle Einwohner, aber ihr betrinkt euch erstmal. Genau. Hallo. Na? Und die kümmern sich gar nicht um uns. Dann kümmern wir uns halt um die. Denn der Typ hat noch ein bisschen Gold für uns. Sehr schön. Nein, dich haben sie erledigt, bevor sie sich hier bedient haben. Ne? Was sind das überhaupt für riesige Flaschen, ey? Guckt euch das mal an. Die ist fast so groß wie mein Oberkörper. Hier auch noch so viele. Unglaublich. Ja, ja, der Alkohol. Ein Heiltrank. Ja, den können wir benutzen, um uns zu heilen. Das machen nun mal Heiltränke. Allerdings nicht die komplette Lebensleiste. Das heißt, wir sollten möglichst nicht bis zum letzten Moment warten, weil dann kann es passieren, dass wir sterben. Oh oh. Eine kleine Granate. Von der sollten wir uns nicht erwischen lassen. Die macht nämlich viel, viel Schaden. Ah, du hast sie wohl geworfen, ne? Tja, du wirst nie wieder Granaten werfen. So. Hier sind jetzt so kleine Vorsprünge. Und auf denen können wir entlang gehen. Ja, auch wenn das total bescheuert aussieht, weil wir eigentlich auf der Luft stehen. Aber wir können hier lang gehen. Denn hinten ist noch Gold versteckt. Ja, da erinnere ich mich noch dran. Und ihr seht schon... Teilweise ist das Gold echt fies versteckt, weil wenn man hier so lang geht, dann guckt man da und guckt und ja, dann könnte man denken, da oben... Hast du gerade Schaden von der Fackel genommen? Okay, dann denkt man vielleicht, ja, da könnte noch was sein, aber wie komme ich da hin? Ja, komme ich ja gar nicht hin, gehe ich einfach weiter. Aber nein, da ist tatsächlich noch was. Also sehr gemein. Deswegen werde ich mich auch sehr genau in den verschiedenen Leveln umschauen müssen, wenn ich sämtliches Gold finden möchte. Ja, aber 40 von 50 haben wir ja schon aus diesem Level. Also irgendwo zwei Goldtöpfe sind noch übrig. Die sollten wir aber auch bald finden. Hallo, hast du gerade das Fenster kaputt gemacht? Tja, aber zumindest haben wir jetzt alles Gold in diesem Level. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt nur noch rausfinden, wie wir den beenden können. Ich wollte mir eigentlich die Missionsziele einmal anzeigen lassen. Weg aus Erzähler rausfinden haben wir gemacht. Waffe haben wir, Feinde besiegen sind wir noch dran und aus dem Kerker flüchten. Ja gut. Also einfach irgendwie hier rauskommen. Das ist unser Ziel für diesen Level. Ich denke mal, das sollte relativ gut machbar sein. Ach, da unten waren wir gerade eben, ne? In diesem Hof. Ja, da kommen wir her. Na gut, da sind wir gerade durch die Tür gekommen. Deswegen gehen wir jetzt mal hier weiter. Wir brauchen einen Schlüssel. Und was für ein Zufall, da liegt er auch schon. Direkt neben dem Typen, der im Schlaf erstochen wurde. Hm. Irgendwie sieht das Bett sehr unbequem aus. Ich meine, das ist doch nur so ein Holzbett, oder? Da ist ja nicht mal eine Matratze drauf oder irgendwie wenigstens ein bisschen Stroh oder so. Nein, Die sind hart, die schlafen auf dem Holz direkt. Da bräuchten sie gar kein Bett, der könnte direkt auf dem Boden schlafen. Hm. Aber das Bild ist hübsch. Ich würde da gern mal hin. Hm. Hier waren noch mehr Bilder, ne? Eine Frau. Wir sehen das im Hintergrund. Hm. Ah, und das hier ist die Festung, in der wir drin sind. Also da vorne zu dem Tor werden wir später auch noch kommen. Aber, so viel sei gesagt, da sind wir gerade drin. Sonst waren hier keine Bilder mehr, oder? So ein komischer Gang. Ein bisschen mehr Architektur. Noch mehr Architektur. Hey, das ist eine Bibliothek, oder? Hm. Ja gut, egal. Ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir hier diese Tür aufkriegen. Wunderbar, wir kommen durch. Ein weiterer tapferer Krieger. Wir sollten uns zusammentun. Ja, machen wir das doch. Ja, und das war auch schon der erste Level von Enclave. Relativ kurz, aber war halt mehr so ein Tutorial-Level. Der zweite Level ist auch noch ein Tutorial-Level, mehr oder weniger. Da lernen wir dann noch so ein bisschen was über Armbrustschießen und so. Aber da wird auch schon ein bisschen actionreicher als der erste Level. Und ab dem dritten Level fängt das Spiel erst richtig an. Da wird es erst richtig interessant. Von daher, so lange solltet ihr mindestens dranbleiben, um euch ein Bild über das Spiel zu machen. Außer natürlich, das ist wirklich gar nichts für euch. Dann wird es euch wahrscheinlich nach dem dritten Level auch nicht gefallen. Aber egal, schauen wir mal. So, wir haben die Mission auf jeden Fall geschafft und es wurden 50 von 50 Goldstücken gefunden. Das heißt, 50 neue Goldstücke wurden hinzugefügt. Das macht alles zu Beginn des dritten Levels Sinn, glaubt mir. Es wurde eine neue Mission freigeschaltet. Rette den Vorposten, Ort die Verliese von Elon. Tja, und wir haben einen neuen Gegenstand im Wert von 50 Goldstücken gefunden, das Schwert. Eine derbe Schwertwaffe, leicht zu handhaben, effektiv in der Wirkung. Und ein Gegenstand im Wert von 25 Goldstücken, nämlich die Holztarga, ein sehr leichter hölzerner Schild. Ja, Mission beenden. Wir kommen zur Missionsauswahlbildschirm. Ihr seht, wir sind immer noch in den Verliesen von Irlon. Im Kerker haben wir geschafft. 50 von 50 Goldstücke. Rette den Vorposten ist unsere nächste Mission. Aber da wir jetzt schon wieder etwas Zeit rum haben, würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel so ein bisschen. Und ich habe euer Interesse geweckt und ihr schaut noch weiter zu. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Also macht's gut und bis dann.